Okay, jetzt haben sie es schon konfisziert, nehme ich mal an. Ich glaube, die Zookeeper haben mich verlassen, weil ich sehe die auch nicht mehr. So, Janitor, Janitor. Ja, die haben mich verlassen. Nicht schlecht. Einmal. Zweimal. So. Ihr kriegt jetzt auch noch eine Schulung, ihr Arschlöcher. Um das mal so zu sagen. Wenn ich immer wieder die gleiche Scheiße abzieht. Außerdem werde ich mal meine Janitors auf jeden Fall ein bisschen trainieren hier. Ich glaube, das ist ganz gut. Die haben auch schon Höllenarbeit geleistet. Ist auch super zufrieden. Genau. Und go. Okay, wir haben also jetzt noch zwei Kamele. Ah ne, wir haben noch alle. Wir haben noch alle. Okay, die finden jetzt erstmal wieder das Essen auf. Deswegen kann ich auch so low health, weil die mich verlassen hatten. Alter Verwalter. Wenn wir hier ein bisschen Tierzeug reinschmeißen. Nee, das nicht. Och, du lässt dein Köpfchen hängen. Komm, geh zum Futtertrog, komm. Ist hier wieder alle, der Futtertrog. Auffüllen. Auffüllen. Sofort. Komm, füll auf das Zeug. Sehr gut. So, jetzt hier, komm. Ess. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Boah, wie dumm. Die Typen schaffen den Dung-Effekt wegzumachen, ist die Frage. Neue Attraktion Twister. Nice. Hier unten kommen echt wenig Leute hin, ne? Na gut, dafür kommen hier oben umso mehr hin. Ich werde mir oben noch eine Attraktion bauen. Ein Riesenrad, nice. House of Fun. Für jeden. Und aufmachen. Und Geld 1,50. Was ist denn das für ein Haus? Ist ja Hammer. Kann man da mitfahren? Okay, das ist eine Außenansicht. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ich will die Achsen sehen, die mit irgendwelchen Mützen und Luftballons und dem Scheiß rumlaufen. Ah, geil, das sind die Sheriff-Ballons. Ein bisschen langsamer. Nice. Da ist ein Cowboy-Hüter. Wo haben wir die, die Mützen? Wo sind die Mützen? Ja, eine Mütze. Ich habe schon so eine Federmütze hier, die wollte ich da hören. Oh, dem ist zu teuer, oder was? Ah, die haben wir schon. Ja, die haben wir schon. Alle schon so ein Teil, oder? Ja, viele. Ah, ne, die haben... Ist das geil! Ist das geil! Meine Fresse. Swimsuit-Stall. Na, ich weiß nicht, ich weiß nicht, brauchen wir auch nicht. Okay, nach dem Hut-Ding brauchen wir einen Custom-Stall können wir noch bauen. Okay, da ging es ja nicht dran zu bauen, ne? Wurde mir ja gesagt. Da auch nicht. Oh, hier könnte man dran bauen. Nice. Du machst erstmal auf. Achso, hast noch Items for Sale. Wir verkaufen hier. Hier gibt es nämlich ganze Menge. Okay, die können auch noch die Sachen verkaufen, die anderen verkaufen, ne? Donuts. Jeden. Ach, die kannst
eigentlich schon, was die alles haben. Ja, die haben alles. Die haben alles. Mal die Preise noch ein bisschen höher. So. Gucken, ob hier auch gekauft wird, das Zeug. Auch mal. Guter Stuff zum Verkaufen, guter Stuff. Komm, kauft euch was. Yes, so. Und schon Profit gemacht. Nice. Oh, cool. Die haben das hier also. Die haben das hier sauber gemacht. Sehr schön, sehr schön. Ich denke mal, die Tiere müssen so jetzt. Oh, die sind super zufrieden. Ich habe es echt nicht mitbekommen, dass die hier unzufrieden sind. Aber jetzt werde ich erstmal hier die weiterbauen, wo ich vorhin aufgehört habe. Scheiß die Wand an. Ewigkeiten habe ich aufgehört. Oh oh. Das reicht nicht, oder? Das könnte reichen. Mal gucken. Schauen wir mal, ob das reicht, den Weg zu bauen. Normaler Weg. Wieso kann ich nicht höher bauen? Ohne Spaß. Das ist doch der Witz. Der Witz. Ich habe hier doch jetzt Steigung, ne? Das ist der Witz, echt. Fein, ist es jetzt überhaupt angebaut an den Weg? Ja, ist es. Oh, da muss ich jetzt hier echt den Weg ebnen. Ist das hart uncool. Geht er noch steiler? Ja, der geht noch steiler. Okay, da müssen wir aber auch hier einen hochziehen, wo der wieder gerade wird. Damit wir dann hier so wieder so ein Gefälle machen können. Eieiei, das reicht immer noch nicht. Not good, not good. Geht halt hier noch ein Stück höher. Und hier nochmal hoch. Zum Glück ist das Terraforming nicht so teuer. Sind wir schon auf der gleichen Höhe wie das Teil? Sind wir. Super geil. Jetzt. Oh, bitte sagen, dass ich jetzt darüber einen Weg bauen kann. Nein, ich kann darüber keinen Weg bauen. Das kann ich auch nicht terraformen. Wie soll ich denn hier einen Weg bauen? Ohne Spaß. Er ist jetzt aber hart uncool, ehrlich gesagt. Wie soll man jetzt hier einen Ausgang bauen? Das Spiel will mich doch total verarschen. Jetzt habe ich hier einen super Weg gebaut nach oben. Aber wirklich einen super Weg. Das Spiel will mich so hart verarschen. Kann ich einen Überhang bauen? Ich nicht, ja. Na klar, kann's nicht weiterbauen. Alter Schwede. Textures filled with water, waterfalls. Nein. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Ich stecke jetzt mal alle meine Research-Punkte in Parts rein, würde ich sagen. Nein, 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 nein. Noch mehr Geld in Research stecken. Und Paths. Komplett. So. Das kann ja wirklich nicht wahr sein.
Nicht mehr nach da bietet er mir einen Weg weiterzubauen, ne? Der bietet mir überhaupt nichts an hier auf der Höhe. Der Witz, es ist der Witz. Warum nicht? Es ist... auch nicht. Könnte ich eigentlich sowas bauen? Ne, kann ich auch nicht. Das regt mich jetzt hart auf, sowas. Das ist echt ärgerlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das bauen soll. Ich meine, hier drüben... stoße ich, okay, hier drüben könnte ich hinkommen, mit wenn ich das hochbaue. Hier komme ich einfach durch Terraform nicht ran, weil genau die Bahn davor steht. Könnte ich jetzt bitte mal einen anderen Fahrtypen vielleicht bekommen, das wäre super. Ich hätte es ja aber auch diesen Rollercoaster auch nicht einfach tiefer bauen können, oder? Doch, ich hätte ihn tiefer bauen können, den Rollercoaster, wäre der so halb in der Erde gewesen. Okay, hilft alles nichts, würde ich sagen. Ich muss den Rollercoaster abreißen wieder. Ich mache jetzt dieses Research-Ding zurück. Mache hier wieder alles so, wie es war vorher. Scenery Pass Show. Okay. Das Ding. Ja. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade, wirklich. Vor allem weiß ich, glaube ich, nicht mehr genau, welche Achterbahn das war. Was sind das hier? Coaster Ball? Oh, das sieht auch nice aus. 542. Ist natürlich auch billig, aber... 542. Sieht aber sehr unspektakulär aus, muss ich mal sagen. Corkscrew... Dizzy Diver, Giant Flume. Nice. 453, 564. Ist lang 700 Meter. Kostet 12.000. Okay, ich hab zwar 22.000, aber dafür so viel Geld ausgeben? Nee. No, Sir. Was haben wir noch Schönes? War das nicht gerade Turbo Bikes, was ich hier hatte? Dieser Screamer? Ja, der Screamer war Turbo Bikes. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir den nicht tiefer bauen können. Kann ich nicht. Ich kann ihn nur so hoch bauen. Da kann man auch gar keinen Ein- und Ausgang dran bauen an die Scheiße. Komm, ich nämlich so hier baue. Current intersects with ground. Ja, ist okay, dass es mit ground intersected. Warte mal, ich suche mal noch mal eine ganz freie Stelle. Ich kann das nicht tiefer in die Erde reinmachen. Moment, ich mache mal eine ganz freie Stelle hier. Wieso denn nicht? Hm. Wirklich schade, wirklich schade. Dann müssen wir wirklich eine andere Achterbahn suchen. Das ist wirklich echt schade, weil ich hatte mir den eigentlich ausgesucht und der sah gut aus. Na gut, machst du nichts, ne? So, was haben wir hier? Spinning Steel. Beides noch locked. Neue Attraktion, Alpiner Coaster. Oh, nice. Ach gut, aber 332 für 8000 Dollar. No, sir. Coaster Ball Corkscrew. 15.000. Okay. 5.000, 5.000, 2.000. Das ist auch ziemlich lang. 652 ist noch länger. Kostet aber auch bedeutend mehr. Ach komm, wir bauen den. Auch nicht schon wieder so ein hoher, bitte nicht. Fand der den Eingang so komisch. Der ist ja riesig, das Ding. Oh Gott, das passt nicht bei mir rein. Das ist zu groß. Ich reiße das erstmal alles nochmal hier übrigens ab. Und mach das nochmal plan, das ganze Ding hier. Terraforming, Land einebnen. Nee, so würde ich es nicht machen.
No, Sir. Alter, was mache ich denn für eine Scheiße? Land nach unten. Ging nicht auch irgendwie so, genau das. Achterbahn. Drifting Coaster. Hatte ich mir den schon angeguckt? 2153 für 10.000? Nee. Manchmal sind die vorgefertigten Sachen ziemlicher Scheiß. Giga Coaster hatte ich mir, glaube ich, angeguckt. Halfpipe Coaster. Was ist denn das für ein Ding? 554. Hat aber nur eine Ride Length. Oh, hat eine Ride Length von 800 Metern. Das muss ja riesig sein. Es hat eine Ride Length von 800 Metern, dieses Ding. Okay, probieren wir aus. Das probieren wir aus. Schön hier in die Ecke rein. Das ist mal richtig angenehm hier. Das Ding. Erstmal hier drin. Okay. Und jetzt noch ein normaler Weg. Oh, nee, oder? Ist irgend so eine Kante dazwischen, ne? Ist ja hart ärgerlich. Okay, das Ding machen wir auf natürlich. Geschafft, jawohl! Wir legen mal noch einen Preis fest. Das Ding ist mindestens 5 Euro wert. Aufgemacht haben wir es. Jetzt fahren wir damit nämlich noch mit, würde ich sagen. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Achso. Nein. Ich wollte das hier machen. Mitfahren. Yes. Fahr los. Fahr los. Fahr los. Fahr los. Grün. Fahr los. Hier kommt ja keiner hoch, weil ja, glaube ich, noch keine Gäste sind. Nee. Ich habe, glaube ich, den Weg noch nicht verbunden, oder? Doch, habe ich. Würdest du bitte mal losfahren? Da gab es so eine Option, von wegen hier losfahren, immer wenn möglich oder sowas. Ich weiß nicht, wie das war, ehrlich gesagt. Ah, jetzt fährt er los. Halt! Ich bin vorne. Ich hätte wahrscheinlich 800 Meter, ne? Weil der immer wieder schwingt. Vergnügungspark in der Nähe, wo ich wohne. Und da gibt es auch so eine Bahn, die sowas ähnliches hat. Die schwingt aber so ein großes Pendel. Ah, auf jeden Fall. Coole Sache. Ja, wir haben es also geschafft. Wir haben das letzte Ziel erreicht. Wir haben eine Minimum Excitement von 4, 73 Grad Länge bei 3 Achterbahnen und wir haben 700 Total Income für die Rides. Ich glaube, unser Park macht auch richtig hart Gewinn mittlerweile. Wir gucken mal nach. Total. Wir haben 8000 im März, 1200 im April. Da haben wir uns irgendwas wahrscheinlich angeschafft. Nehme ich mal an. Dann nochmal 1200 im Mai gemacht. Dann haben wir ein bisschen Minus im Juni gemacht. Achso, wir haben hier Ride Construction 6900 Dollar gemacht. Ach, da haben wir die Achterbahn wieder verkauft. Okay. Aber wir haben jeden Monat so ungefähr 1200 Gewinn gemacht und jetzt haben wir 1000 Gewinn gemacht. Also das sieht echt sehr, sehr gut aus. Und hier sieht man nochmal die gesamte Pracht. 1, 2, 3 Coaster, 4 Coaster sogar gebaut. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, würde ich sagen. Ja, damit beenden wir die heutige Episode für euch. Das war sozusagen die Gold Rush, das Gold Rush Szenario, die zweite Map von Rollercoaster Tycoon 3.
Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es abgeht zur dritten Mission. Bin schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Wahrscheinlich diesmal wieder keine Wüste, sondern mal was anderes. Und da werden wir dann diesen Park hochpäppeln. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal bei King's Watch. Wenn es wieder heißt, was kann Rollercoaster Tycoon 3? Bis dann, haut rein. We'll be right back.